Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Ich muss mich eigentlich fast auf den Tisch legen. Pfingsten naht und mit ihm die schönsten Pfingstrosen von Don Peony natürlich. Diese wunderbare Qualität. Ja, und ich bringe euch jetzt dieses Video rechtzeitig vor Pfingsten raus. Ich habe diese Pfingstrosen jetzt seit 3 Tagen, also die sind jetzt schon ein bisschen angeblüht und man kann jetzt so richtig toll sehen, wie schön sich diese Sorten entwickeln und was die für wahnsinnig große Köpfe bekommen. Ja, ich zeige euch hier zum Beispiel, ich meine, das ist die Dr. Alexander Fleming. Dann ist auch eine wunderschöne Sorte, die Command Performance. Und was auch, also die Königin des Farbwechsels ist die Coral Sunset. Also ich kann euch nur empfehlen, bestellt euch mal qualitativ so tolle Pfingstrosen. Ihr seht auch diese super Stiele. Und man kann das ja mal ausprobieren. Ich habe das neulich schon gesagt. Und wenn man sagt, boah, das war jetzt meine Lieblingssorte, dann gibt es im Herbst die Pflanzen für den Versand, die man sich für den eigenen Garten bestellen kann. Und weil das so im letzten Video auch, oder weil letztens hat mich jemand gefragt, wie mache ich das? Also es gibt hier immer die Anleitung dabei und es ist auch ganz wichtig, die kommen 2-3 Tage ohne Wasser aus. Aber es steht hier, Lesen hilft wie immer im Leben. Für maximale Frische und Haltbarkeit nehmt die Peonien aus dem Karton, kürzt sie mit einem scharfen Messer. Scharfe Messer sind übrigens super wichtig. Da sage ich gleich noch was dazu. Um Minimum 5 cm auf optimale Vasenlänge. Und dann kommt der große Punkt, entfernt alle Blätter, die so weit, dass keines im Wasser hängt. So bekommen die Blüten mehr Kraft und Stabilität. Das Wasser sollte, die Vase sollte sauber sein. Also meine Vasen, die sind oft in der Spülmaschine, damit die ordentlich sauber sind. Das Wasser lauwarm, immer frisch. Und sie sollten ideal kühl, hell, frei von Zugluft, nicht neben dem Obstkorb stehen. Und selbst wenn das Laub, wenn die ein bisschen, das Laub ein bisschen welk aussieht nach dem Transport, macht es ab und stellt die in lauwarmes Wasser ein. Also das ist schon mal die Geschichte vorab. Ganz wichtig. Und dann würdet ihr, wenn ihr jetzt rechtzeitig bestellt für Pfingsten, hättet ihr auch noch diese tollen Blumen. Vielen Dank. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal, weil es ist ja jetzt schön, wenn man am Pfingsten Besuch da hat, Freunde. Dann kann man ein schönes Gesteck machen mit Pfingstrosen. Und dazu habe ich jetzt wieder mal schöne Gläser bekommen, die so richtig toll dick sind. Ihr kennt mich ja, ich mag immer die dicksten Gläser, finde ich am schönsten. Habe auch Steckmasse. Steckmasse ist ja unerlässlich, um die Blumen schön zu arrangieren, zu positionieren. Weil wenn ich einen Strauß binde, dann brauche ich natürlich immer sehr, sehr viel Grün und muss immer füllen. Und mit Steckmasse kann ich das Ganze... Eva macht gerade Sträußchen, die braucht nämlich mehr Grün als ich da hinten. So, schneide die Steckmasse auch zurecht für das Glas. Ganz wichtig ist, die Steckmasse, so, genau. Die Steckmasse nicht drücken mit den Händen, also keine Dellen reinmachen.
wenn, dann immer mit der flachen Hand anfassen und wenn ich die Steckmasse in dem Eimer einweiche, nicht unters Wasser drücken, sondern die untergehen lassen. Also die richtig schön, die lässt man dann richtig schön sich vollsaugen. So, zack. Jetzt habe ich das auch mit der flachen Hand, das kann ich jetzt wegnehmen, rollt sich ein bisschen aus und so. Und schneide hier am Rand, schneide mir die Steckmasse so ein bisschen rund. Und jetzt kommt natürlich noch ganz wichtig, super, ich habe schon schön Sauerei gemacht, Geschirrtuch. So, jawohl. Und ganz wichtig erstmal, ich gieße jetzt erstmal Wasser auf, damit die Steckmasse auch schön versorgt bleibt. Und das Wasser gieße ich auf, dass es, ja, also schon mal bis hier, also fast voll. Lass mal Ordnung machen fürs Video. So. Mein Spruch ist immer, dass ich die Technik immer gut abdecken möchte. Das heißt, ich nehme mir hier Galaxblätter. Kann ich auch schöne Efeublätter aus dem Garten nehmen. Sind auch sehr schön. Und deck erstmal die Technik, sprich das Mosi ab mit den Galaxblättern. Galaxblätter halten ganz toll. Efeublätter halten auch toll, wenn sie ausgereift sind. Ja, die müssen schön dunkelgrün sein, ausgereift, dann halten die auch super. So. Ja, das ist jetzt also meine Basis, die ich hier abdecke. Dann fange ich, genau, immer mit dem größten an, gell? Mit dem Birnenmord. Ja. So. Und dann mache ich jetzt erstmal ein bisschen Grün ab. Und es ist eigentlich auch ganz interessant im Hintergrund. Ich habe gerade gesagt, dass man für Sträußchen mehr Grün braucht. Also hier sieht man auch, wie viel Grün noch zum Fächern. Ja, die Eva, was sie an Grün hier dazwischen hat, da braucht man, gell? Der Verbrauch an Grün ist da natürlich ungleich höher. Und in dem Fall, das nehme ich jetzt als Unteres. Das wird sich bestimmt noch aufrichten, aber ich nehme das gerade Löwenmäulchen als für das Höhere. Das sieht dann schöner aus. So. Und das mache ich in die Mitte, weil die sollen rundum schön sein und schön anzusehen. Und nehme das kleinere Löwenmäulchen. Also immer erstmal die rantesten an die Länge, immer erstmal probieren, grün abmachen, so dass in dem Bereich, wo ich dann stecke, dass da kein Grün ist. So, aber da muss ich jetzt noch ein bisschen länger abmachen. Also ich taste mich auch ran, abschneiden geht immer, länger machen geht natürlich gar nicht mehr. Dann ist immer schön ein Gras, ein sogenanntes Panicum Fontaine. Und hier brauche ich jetzt natürlich ein bisschen Grün. Dann nehme ich die Glanzmispe, die ist sehr, sehr hübsch. So, die schneide ich, Moment, die schneide ich jetzt erstmal mit der Baumschere auseinander. Mache einen richtig schönen schrägen Anschnitt. Oh, die ist aber auch schön krumm. So, mache ich noch mal ein bisschen was ab und stecke diese Glanzmispe. So, mach die Blätter ab, die nicht so schön aussehen. Und steckt die erstmal hier dazu. So, ich bekomme erstmal Kundschaft. Ach, nee, die Kollegin ist alles gut. Ich meine, ich raus, alles okay. Und dann muss ich mir natürlich jetzt mal überlegen, von der Gestaltung her, wo ich meine Blumen positioniere. Das Allium. So, das Allium möchte ich gern. Bisschen mittiger mit seiner runden, kugeligen Gestaltung. Und wenn ich durch diese Galaxblätter durchstecken will, mache ich immer so ein Löchlein, so ein kleines mit dem Messer. Und dann kann ich sehr schön stecken. Und dann habe ich, was natürlich ganz toll ist für die Pfingsttage, dann habe ich noch schöne Nelken. Nelken sind ja, ihr wisst ja, ich liebe Nelken. Bei Nelken darf man das, die so zu öffnen. Und die halten ganz, ganz toll. Die halten Sonne, die halten Regen, die halten auch Frost aus. Ich glaube, die machen eigentlich fast alles mit, was sonst andere Blumen nicht so mitmachen. Und wenn jemand mir sagt, er mag keine Nelken, finde ich immer schade, weil eigentlich ist das eine traumhafte Blüte. Und
Es gibt so schöne Farben und Sorten. Und allein dieses Lila Creme Weiß. Lila Creme Weiß. Ich auch. Ja, dann haben wir hier noch Inka-Lilien. Das ist die sogenannte Alstromerie. Das ist eine Lilie, die nicht riecht. Und die hält auch sehr, sehr schön. Viele sagen beim Thema Lilien erstmal, aber das ist auch eine tolle Blüte, die jetzt natürlich zufällig, die wir so in diesem schönen Flieder-Farbton auch gewählt haben. Und jetzt erzähle ich ganz viel über die Blumen. So, Moment, ich mag gerade, ich bin nicht in der Steckmasse gelandet. Das passiert also. Und jetzt, dann muss ich schon. So, also wenn man merkt, dass der Stiel ganz leicht runter geht, da habe ich gerade gespürt, dass ich seitlich von der Steckmasse bin. Und dann auf jeden Fall nochmal die Blüte rausholen und nochmal reinmachen. So, und jetzt haben wir hier die Königin unseres Pfingstgestecks. Das ist die Pfingstrose Bowl of Cream. Die ist, und es ist toll, dass die jetzt mal so aufgeblüht ist und dass sie in diesem tollen Zustand, und die hält auch noch wunderschön, hat einen richtig festen, knackigen Stiel zum Stecken. Und der habe ich jetzt auch noch einen königlichen Platz hier unten übrig gelassen. So, oh, Wahnsinn, der dicke Stiel ist echt der Hammer, gell? Ja, ja, ganz toll. So, ja, wir haben hier echt üppig Blumen, stelle ich fest, für das Gesteck. Aber es ist ja Pfingsten und es soll ja auch richtig schön sein. Und dann würde ich sagen, ist es dann schon. Also ich öffne die Nelken extra ein bisschen. Bei manchen Blumen ist es natürlich auch ganz schön, wenn man so ein bisschen Geburtshilfe leistet. Also hier kann noch, das ist auch schön, hier ist jetzt die Flieder Alstro, das Lila Allium, hier ist die Nelke und hier kann also ruhig noch ein helles Element rein. Und da habe ich jetzt auch noch so eine schöne offene Nelke. Das Ganze könnte man natürlich auch noch mit mehr Pfingstrosen stecken, was natürlich auch ein Traum wäre. Also je nach Gusto. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt eigentlich mit den ganzen Blumen völlig fein. Eine Lila Nelke noch. Und dann. Und dann ist das Gesteck perfekt. So. Was ich jetzt hier mache, ich komme jetzt natürlich nicht mehr mit den Händen bis unten hin. Ich habe jetzt, unten reingegriffen und habe dann den Stiel nahe der Steckmasse, weil manchmal, wenn ein Stiel ein bisschen empfindlicher ist, kann ich nicht hier oben den Kopf nehmen und kann drücken, dann knickt mir die Nelke ab, sondern ich muss wirklich an der Steckmasse hierher gehen und muss an der Steckmasse den Stiel wieder ein bisschen tiefer stecken. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt klingelt aufs Telefon. So, das ist jetzt das Pfingstgesteck und das ist jetzt auch fertig und das lässt sich jetzt natürlich beliebig auch mit diesen schönen Farben abwandeln und weil das so schön ist, da drehe ich mich jetzt um. Warten Sie mal ganz kleinen Moment, ja? So. Und weil das so schön ist, da drehe ich mich jetzt um und da seht ihr, das ist nicht nur einmal, sondern dass wir das ganz oft brauchen. Ja, und das war jetzt also dieses schöne weiß-lila Arrangement in diesem tollen, dicken, wertigen Glas. Und ich kann euch nur empfehlen, also bestellt euch rechtzeitig eure Pfingstrosen, dass die am Pfingsten in dieser wunderschönen, tollen Form bei euch erstrahlen und euch das Pfingstfest schön machen. Ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel, viel Freude beim Nachmachen. Vergesst nicht rechtzeitig zu bestellen und dann gibt es noch ein Hinweis, ganz wichtig, wenn ihr bestellt bei Don Peoni aus Unterfranken von dieser tollen Gärtnerqualität, dann vergesst nicht,
mit Rabattcode Margit. Da habe ich nämlich extra für euch einen Fanrabatt von 5%. Mhm. Nicht vergessen einzugeben. Und es ist ja auch schön, dass der Sebastian und die Susanne dann wissen, dass die Bestellung über die Empfehlung kommt und dass ihr dieses schöne Video gesehen habt. Also, alles Liebe und schöne Pfingsten von eurer Margit. Tschüss!